Die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten lässt sich sehr gut messen, zum Beispiel mit der Blasendruckmethode. Man erzeugt dabei eine Luftblase mit definiertem Radius in der Flüssigkeit. Aus dem Überdruck, den man benötigt, kann man die Oberflächenspannung berechnen. Wenn wir zum Beispiel eine Luftblase mit einem Durchmesser 1 Mikrometer in Wasser erzeugen wollen, dann können wir den dazu benötigten Überdruck mit der Laplace'schen Gleichung ermitteln. Der benötigte Druck ist am größten, wenn die Gasblase denselben Radius hat wie die Kapillare. Diesen maximalen Druck können wir ausrechnen nach der Gleichung von Laplace. P konkav minus konvex ist 2 mal Gamma durch R. R ist 0,5 mal 10 hoch minus 6 Meter. Gamma bei Raumtemperatur von Wasser ist 0,073 Newton pro Meter. Wir erhalten einen Überdruck von 292.000 Pascal. Das entspricht einem Druck von 2,9 Bar.